Hallo, langjährige Zuschauer meines Kanals wissen es bereits, bei so einem schwarzen Bild haben die bei DICE den Vogel diesmal völlig abgeschossen. Ich kann es mir auch nicht mehr erklären, was die sich dabei denken. Es muss Satire sein. Und wenn es Satire ist, dann ist es keine lustige Satire. Dann ist es so öffentlich-rechtliche Satire, die eigentlich nicht zum Lachen, sondern zum Weinen ist. Aber genau das ist das, was Season 6 hier mit Battlefield 2042 voranbringt. Es ist nämlich sehr traurig, es ist zum Weinen. Aber fangen wir doch mal vorne an, was haben sie denn mit Season 6 tolles Neues implementiert? Es gibt zum Beispiel diese neue Map hier, eine 64-Spieler-Infanterie-Only-Map. Das ist quasi die Variante von Metro oder Operation Locker nur von diesem Spiel. Und während es Infanterie-Only-Maps auch schon in vergangenen Battlefield-Teilen offensichtlich gegeben hat, waren die selten so schlecht umgesetzt wie diese Map. Warum, das werde ich euch auch noch zeigen. Das ist aber nicht die einzige neue Sache. Noch dazu gibt es ein neues Fahrzeug. Und dieses neue Fahrzeug schießt halt, finde ich, den Vogel ab. Das verkörpert genau das, was man von Battlefield niemals erwartet hätte. Es ist genau das, was man sich auch niemals in Battlefield gewünscht hätte. Es ist genau das, weswegen viele Leute aufhören, andere Spiele zu spielen. Und dann implementiert man genau sowas in Battlefield. Und jetzt sagt mir, an welches Fahrzeug denkt ihr, wenn ich das genau so sage und formuliere? An was denkt ihr? Na, an was denken die GTA-Spieler? Kommentiert es mir. Ich lasse euch noch einen Moment Zeit nachzudenken. Man könnte jetzt wieder dieses Hitler-Meme bringen. Es bleiben im Raum alle Verantwortlichen bei DICE, die dieses Fahrzeug für eine gute Idee gehalten haben. Na, was ist es? Es ist das Noob-Bike. Glaubt ihr nicht? Ich hätte es auch nicht geglaubt, wenn ich es nicht gesehen hätte. Aber es ist das Noob-Bike. Da vorne fliegt es. Seht ihr es? Es ist das fucking Noob-Bike und ich habe ihn runtergeschossen. Und er freut sich jetzt hoffentlich. Es ist das fucking Noob-Bike in Battlefield. Warum? Ich muss mich beim nächsten Part auch echt zusammenreißen. Ich nehme das jetzt zum zweiten Mal neu auf, weil ich schon beide Male rumgeschrien habe. Sind die bei DICE wirklich so komplett ideenlos? Sind die so kreativ bankrott wie die bei Bugtester? Ist es so? Haben die sich bei Season 5 nichts haben einfallen lassen können, weswegen es da kein Fahrzeug gab und mussten sie dann für Season 6 brainstormen? Ja, was könnten wir denn machen? Ja, was hat denn so unsere Konkurrenz? Fliegende Motorräder. Perfekt, die brauchen wir auch. Und genau deswegen gibt es jetzt in Battlefield ein Noob-Bike. Und ihr müsst euch das mal überlegen. Der einzige zentrale Unterschied ist, dass das Noob-Bike in Battlefield nicht über integrierte Waffen verfügt. Aber damit man damit auf jeden Fall genauso wie in GTA griefen kann, kann man das mit zwei Personen benutzen. Und der hinten drauf sitzt, kann dann auch sämtliche Gadgets benutzen, auf die er Bock hat. Das heißt, mit zwei Personen hat man ein voll funktionsfähiges Noob-Bike, mit dem man in der Gegend herumfliegen und Leute abfacken kann. Das ist deren fucking Ernst. Und nur mal so Anmerkung am Rande, die Waffenpräzision ist auf dem Noob-Bike gesenkt, damit man es nicht so effektiv gegen Infanterie verwenden kann. Denn wie der Typ da beim Aufzug schmerzlich feststellt, ist das Ding selbst mit der gesenkten Waffenpräzision mehr als geeignet, um Leuten richtig auf den Sack zu gehen. Das findet der bestimmt richtig geil, da auf dem Dach in Ruhe snipen zu wollen und dann vom Noob-Bike aus belästigt zu werden. Es ist super, oder? Es ist richtig lustig. Die bei DICE finden das bestimmt richtig, richtig lustig. Aber ich finde es nicht lustig. Ich finde es eigentlich nur erbärmlich. Und wenn man Leuten erzählt hätte, dass so die Zukunft von Battlefield aussieht, dann würden die das, denke ich, auch erbärmlich finden. Aber hier sind wir nun. Das ist die Zukunft von Battlefield. Das ist das, was DICE für gutes Game Design und für eine richtige Entscheidung für die Zukunft des Spiels hält. Man kann übrigens mit dem Ding auch ganz toll rammen. Das ist sehr wichtig. Und wollt ihr noch mehr Schönes dazu hören? Das Ding hat sogar Onboard-Repair, wenn man sich einen Repairer mitnimmt, einen Repair-Knopf als Schnell-Repair und Gegenmaßnahmen. Nur habe ich die gescheiten Gegenmaßnahmen noch nicht frei, weil ich mir das Ding nicht hochgespielt habe. Weil ich das Ding auch noch gar nicht frei habe. Wir sind hier nämlich mit einem Gecaptureten rumgeflogen, weil ich es nicht eingesehen habe, mir den Battle Pass, nur für dieses Video, damit ich euch das zeigen kann, hochzupayen. Weil ich das alles sowas von erbärmlich finde. Wir haben jetzt ein Rein-Pay-Noob-Bike in Battlefield. Es ist doch sowas von traurig. Und wisst ihr, was das Ganze dann noch abrundet? Es ist sogar genau genommen stärker als das in GTA, weil es auch noch Panzerung hat. Es hält nämlich im Gegensatz zu dem in GTA ein Stinger-Hit aus. Es hat genauso viel Leben wie ein Tarnheli. Das kann man sich doch nicht mehr ausdenken. Das muss doch Satire seitens DICE sein, oder? Denn wenn das keine Satire ist, dann kriege ich langsam das Bedürfnis, nach Schweden zu reisen. Und jetzt denkt bitte auch nochmal daran, dass man ja diese Season eine Infanterie-Only-Map geliefert hat. Was wollen sie denn mit der Infanterie-Only-Map und mit dem Noob-Bike bedienen? Offensichtlich den geringsten, den schmutzigsten, den absolut wertlosesten Teil der Gesamtspielerschaft, der überhaupt in irgendeiner Spielerschaft jemals existiert. Die absoluten Hard-Casuals, die größten Dappen, die Kack-Noobs, die Infanterie-Plebs, die Leute, die nichts können und einfach nur stumpf draufrennen oder in irgendwelchen Gang-Gammel-Kämpfen sich gegenseitig über den Haufen sprengen wollen. Genau die bedient man damit.
Und genau die finden das Noobike auch geil, aus denselben Gründen, warum sie das Noobike in GTA geil finden, weil es halt wieder ein schönes Fahrzeug für die Skillosen ist. Es ist sowas von traurig, es ist sowas von schlecht und die bei DICE verdienen, dass ihr ganzes Scheißstudio auf einen Schlag untergeht. Und ewig hat man hier in diesem Infanteriemodus die verdammten Lappen, die mit Dozer rumeiern. Und Dozer ist auch so broken auf dieser Map. Es ist alles so traurig und schlecht gebalanced. Wer hätte es erahnen können, dass ein Infanterie-Only-Modus in Battlefield 2042 mit den ganzen tollen Spezialisten, oder sollte ich es wie DICE sagen, Spezialistinnen, nicht gut wird, sondern absolut nach hinten losgeht. Ein einziger Expo-Spam wird und dann der Charakter, der mehr Expo aushält mit dem Einsatzschild, ständig in die Leute reinrennt. Wer hätte es gedacht, dass so etwas früher in früheren Battlefield-Teilen noch funktioniert hat und vielleicht sogar manchmal Spaß gemacht hat, hier aber zu einer einzigen Shitshow wird? Wer findet das geil? Wer hat Bock, sich zu denken, oh ja, Mann, die Infanterie-Only-Map ist in der Rotation, jetzt erstmal alle Automatik-Shotgun und den Einsatzschild-Spasti spielen. Das wird bestimmt richtig gut, das wird bestimmt richtig Spaß machen. Dann werden nicht reihenweise Leute aus der Rotation rausquitten. Oh, und warte, die haben ja sogar diese Map in der 128-Spieler-Rotation drin. Die haben in der 128-Spieler-Rotation eine 64-Spieler-Map drin. Das heißt, die Hälfte der Leute in der Lobby kommen dann nicht in die 64er-Lobby mit rein und landen dann in einer anderen Lobby. Was bedeutet, dass sobald die 64er-Lobby endet und dann wieder eine 128er-Map kommt, was zum Fick war das gerade für eine Animation, dann in dieser 128er-Lobby nur die Hälfte der Leute sind, weil in der vorherigen Runde eine 64er-Map dran war. Was zur Hölle ist mit denen bei DICE falsch? Warum merken die nicht, dass sowas eine dumme Scheißidee ist? Es sind die grundlegendsten Dinge, aber diese fucking Inkompetenz bei DICE lässt es einfach nicht zu, dass die irgendetwas auf die Reihe kriegen. Vielleicht habt ihr es eben beim Noobike-Clip gesehen. Wenn man jetzt von Soflam anvisiert wird, dann hat man da eine Warnmeldung fürs Soflam. Und wisst ihr, was in der drin steht, in der deutschen Version? Da steht dann Design, weil die nicht in der Lage sind, designated zu übersetzen. Was sind da für Englisch-Negastheniker, die bei DICE dafür zuständig sind, das ins Deutsche zu übersetzen? Da steht designated, sie übersetzt es mit Design, weil sie markiert nicht verstehen. Ich lasse es diesmal auch so drin, es ist mir scheißegal, ich nehme es nicht neu auf. Es ist ein Laser-Designator, es ist eine Laser-Designation, eine Laser-Markierung. Sie verstehen es nicht. Sie verstehen nicht mal den Kontext davon, sie kriegen es nicht übersetzt. Und sie haben die Jets verschandelt, sie haben die Jets genervt. Mal davon abgesehen, dass man immer noch ständig durch die Flares gehittet wird, hat der Jet jetzt einen begrenzten Afterburner. Ja, das war gerade der ganze Afterburner-Einsatz, den man zur Verfügung hat. Die Jets fliegen jetzt konstant langsam, weil man den Afterburner nicht mehr durchdrücken kann. Die Logik dahinter, warum sie das machen, ist ja erstmal im ersten Moment nicht völlig lost. Sie wollen, dass man den gezielt einsetzt, um im Dogfight einen Vorteil zu bekommen. Hat man den Afterburner an, fliegt man im Dogfight schneller. Das heißt, man kann den Gegner einholen. Aber, dass man den jetzt so verdammt kurz macht, sorgt doch nur dafür, dass die Jets nicht mehr wegkommen. Es ist ein enormer Nerf für die Jets. Die Jets waren endlich einigermaßen spielbar. Und was machen sie? Sie hauen einen fetten Nerf raus, weil sie es nicht zu Ende denken, weil sie eine gute Idee haben, aber bei der Implementierung so maximal reinscheißen, dass aus der guten Idee wieder eine einzige Scheißidee und eine einzige Scheißaktion wird. Es ist so traurig, erbärmlich und schlecht. Und ja, sie haben auch wieder was bei den Transportfahrzeugen geändert. Ihr seht hier die neue 30mm Kanone des Condors in Aktion. Die hat auch der Superhind bekommen. Eine Burst Explo Cannon. Warum verstehen die bei DICE den Sinn von einem Transportfahrzeug nicht? Was ist so schwer daran? Nein, sie müssen eine andere Explo Cannon draufschrauben. Sie bauen den Granatwerfer ab und schrauben eine neue Explo Cannon drauf. Danke DICE, ihr habt nichts verstanden. Nichts, fucking nichts. Ihr versteht überhaupt nichts. Ihr werdet auch nie wieder etwas verstehen, wenn man nach der fucking Laser Designation geht. Diese ganze gottverlassene Season hat überhaupt nur eine gute Änderung und selbst die ist halbbacken. Da haben sie den Railgun-Panzer genervt, weil sie erkannt haben, dass es vielleicht keine so geile Idee ist, wenn ständig ein Panzer, der als Panzerjäger gedacht war, across Map aus dem Spawn die Luftfahrzeuge wegfischt. Was haben sie also getan? Sie haben ihm etwas Damage Drop-Off gegeben, sodass er ab etwa 300 Meter die Luftfahrzeuge nicht mehr one-hittet. Beim Attack-Heli ist es ein bisschen weniger, beim Scout- und Tarn-Heli ist es ein bisschen mehr, aber grundsätzlich kann man mit dem Ding jetzt nicht mehr im Spawn gammeln. Aber natürlich gammeln Leute damit noch im Spawn, dann denken die sich halt, ja, dann muss ich halt zweimal treffen, ne? Dann hat man im Luftfahrzeug jetzt wenigstens einen Gnadenschuss, eine Warnung, aber das war's dann auch.
Das Ding gammelt trotzdem noch im Spawn. Es ist immer noch toxisch wie Scheiße. Und anstatt, dass man dafür sorgt, dass das Ding nicht mehr als Pseudo-Anti-Air gespielt wird, indem man den Damage gegen Luftfahrzeuge allgemein komplett reduziert, nein, man macht es wieder halbgar. Denn es ist ja offensichtlich völlig okay, wenn da ein overpowerter Bullshit-Panzer im Spawn gammelt. Aber was nicht okay ist, das ist alles andere in diesem Game, was irgendwie gegen Infanterie ist, ne? Das muss man alles nerven. Aber was, wenn ich euch sage, dass die bei DICE selbst zu fucking blöd sind, um in einem Infanterie-Only-Kontext dieses Spiel vernünftig zu balancen und so auf die Reihe zu kriegen, dass man objektiv es akzeptieren kann? Das kriegen die nicht hin. Die sind nämlich viel zu dumm, um sogar eine Infanterie-Only-Map wie diese richtig zu balancen. Sie kriegen es einfach nicht geregelt. Diese Map ist fundamental unbalanced zugunsten des russischen Teams. So hat das russische Team beispielsweise genau diese Power Position hier bei den Lüftungen, um die Kuppel des US-Teams anzugreifen. Ich sollte vielleicht ein paar Worte zur Grundstruktur der Map sagen. Anders als Locker hat diese Map hier keine eine zentrale Flagge, sondern jeweils zwei Flaggen, die relativ mittig sind. Eine hat das US-Team und eine das russische Team. Die befinden sich aber im Groben und Ganzen in einer geraden Linie mit ein paar Flankierungsmöglichkeiten, wie beispielsweise diesem Schacht hier unten. Die Grundidee ist also eine ähnliche wie bei Locker. Man hat eine Schlauchmap mit Flaggen entlang des Schlauchs, nur dass man halt keine zentrale Flagge hat, sondern zwei zentrale Flaggen, die sich jeweils mit einem Team mit jeder Kuppel dann gegenüberstehen. Und die Mitte, wo die sich treffen, ist zwischen den beiden Kuppeln. Und wenn man zurückgedrückt wird, wird man flaggenweise zurückgedrückt. Das scheint den Idioten da im Chat, der mich erstmal zuflamen musste, weil ich ja angeblich hinten campe, obwohl ich hier an vorderer Front bin, ja konzeptionell zu überfordern. Es überfordert, Spoiler, auch DICE konzeptionell. Er ist also mit seiner Dummheit nicht alleine, denn auch die bei DICE sind nicht in der Lage zu verstehen, dass wenn man da eine Kuppel auf der einen Seite hat und eine Kuppel auf der anderen Seite und die Leute sich in der Mitte treffen sollen, dass dann auch beide Teams gleich schnell bei ihren Scheißkuppeln ankommen müssen. So ist es aber nicht. Bis das US-Team bei der US-Flagge in der US-Kuppel ankommt, hat das russische Team die Russen-Flagge in der russischen Kuppel schon eingenommen. Und die können dann weiterlaufen. Und wo laufen die hin? Genau zu der perfekten Power-Position, die ich eben gezeigt habe bei den Lüftungen, um von da aus das US-Team unter Feuer zu nehmen. Und deswegen treffen sich die Leute dann nicht in der Mitte. Und deswegen ist die ganze Map grundsätzlich komplett unbalanced. Vielen Dank, DICE. Testen die eigentlich gar nichts mehr? Merken die sowas beim Design nicht? Sind die eigentlich alle völlig scheiße, so wie die Vollidioten von GES? In Battlefield 5 stehen sie mit der Fliegerfaust rum und hier sitzt er wortwörtlich im Busch und stingert. Ist es sein fucking Ernst? Und genau für diese Kategorie B-Spaß-Tees wird dann Battlefield Spiel für Spiel immer weiter casualisiert, damit die auch mal Spaß mit ihrer eigenen Armseligkeit in ihrer traurigen Existenz haben. Das ist doch alles sowas von fucking erbärmlich. Und während ich mich da auch wieder mit irgendwelchen Sweatern im Scout-Teddy rumärgern muss, dem ich gleich dann auch noch zutexten werden, super, werde ich von unten die ganze fucking Zeit angestingert. Es ist doch nicht sein fucking Ernst, oder? Und damit solche traurigen Clowns auch mal einen Kill bekommen, backt dann der Scheißdinger sich ins Cockpit und killt mich aus dem Cockpit raus. Aber keine Sorge, ich habe den Heli wiederbekommen. Weil diese inkompetenten Missgeburten ja auch nicht in der Lage sind zu verstehen, wenn sie einen unverdienten Kill gemacht haben und theoretisch mir hätten den Heli wegnehmen können. Die denken dann, die haben einen tollen Stinger-Kill gemacht. Dass es ein verbuggter Dreckskill war, den diese Sau nicht verdient, es leuchtet denen nicht ein. Und Update für Update, Season für Season bleibt so eine Scheiße ungepatcht. Geht ja auch zulasten von Fahrzeugen, nicht wahr? Kann man ja so machen. Und was passiert, wenn sich der GES-Trottel mal in ein Fahrzeug setzt? Dann greift er mich mit einem brennenden Attack-Heli an. Was hat er sich dabei gedacht? Und direkt danach kam er mit einem Jet an mit Heatseekern. Was erhofft er sich denn davon? Für Fahrzeuge braucht man ein gewisses Grundverständnis und einen gewissen Grundskill. Das beinhaltet, dass man mit dem Kampfjet nicht mitten in die Miniguns vom Scout reinfliegt. Du verdammter Vollidiot, wie kann man so schlecht sein? Und unten steht sein Kollege und stingert währenddessen auf mein Heli ein. Das ist dann deren Idee von Fairness und einem guten Spiel oder was? Dass sie zu dritt auf mich einstingern und der vierte sie wiederbelebt, nachdem ich sie wegminigunne. Das ist deren fucking Ernst, oder? Und wisst ihr, warum der kleine GS-Spaßtee so gottverdammt salzig ist und das so konsequent mit dem Stingern hier praktiziert? Weil ich ihn und seinen Affenverein damals mit einem Battlefield 5 Vollidioten in Battlefield Jünger der Fliegerfaust gewaltig bloßgestellt habe. Nämlich als die skilllosen kleinen Knechte, die sie offensichtlich nun mal sind. Ich meine, guckt's euch an, wie sie spielen. Da steht er da hinten schon wieder an der Ecke und will stingern. Ich habe ihn sogar ohne Gegenmaßnahmen gechallenged. Und wisst ihr warum? Weil mein Aim im Scout-Heli besser ist als sein scheiß Lock-On. Ich kann ihn fucking schneller damit killen und das auf so eine Reichweite, weil ich das Aim dazu habe, als er mich mit seinem skilllosen Bullshit anvisieren kann. Das sollte ihm doch zu denken geben.
Und jetzt sprayt er mit seinem Sturmgewehr auf mein Heli ein und er hat nicht einen Schuss getroffen. Er sprayt stattdessen wild darum herum. Aber hey, Stingern geht ja immer, ne? Hauptsache auf den Heli drauf Stingern. Man könnte ja noch einen glücklichen Bullshit-Kill durch einen Spielfehler bekommen. Dann hat es sich ja für den Affenverein gelohnt, nicht wahr? Am besten noch den totalen Bullshit-Kill, so einen habe ich letztens auch abbekommen, durch die Flares in das Cockpit. Das ist das Beste, da kann man sich nicht gegen wehren. Wenn beides auf einmal schief geht, da kann man noch so viel alles im Heli richtig machen, dann stirbt man, weil das Spiel so scheiße ist, dass es entschieden hat, dass man stirbt. Was man übrigens auch toll geändert hat seitens DICE, was hier die letzte Änderung ist, die ich erwähnen möchte, ist, dass Rao einem jetzt die Teile bei den Fahrzeugen alle auf Rot hackt. Was zum Fick ist das für eine beschissene Bullshit-Änderung? Damit das nicht komplett broken ist, haben sie den Fahrzeugspielern wenigstens noch zugebilligt, dass sie zurückschießen dürfen, während sie gehackt sind. Aber unterm Strich bringt einem das jetzt auch nicht so viel. Wenn der Panzer gehackt ist und alle Teile auf Rot sind, dann kommt der da nicht mehr weg und der Heli fliegt sich beschissen. Und wenn sich der Heli beschissen fliegt, weil alles auf Rot ist, dann kann man nicht mehr gescheit zurückschießen, weil man mit einem Heli mit einer kaputten Steuerung nicht mehr gescheit aimen kann. Und der flamet mich erstmal zu, da ich doch bitte COD spielen soll, nachdem ich ihn halt mehrfach im Scout-Heli-Battle auseinandergenommen habe, nachdem er dann auch versucht hat, mit dem Hind in mich rein zu crashen. Was zur Hölle ist mit den Leuten in diesem Spiel falsch? Und wisst ihr, was das Geilste an den Änderungen an Rao ist? Keiner will sie. Selbst die Spieler, die die ganze Zeit mit Rao auf die Luftfahrzeuge einhacken, finden diese Änderung beschissen, obwohl es eigentlich ein Buff für Rao ist, weil sie zu dumm sind, um zu verstehen, dass es ein Buff ist. Keiner will es, DICE implementiert es trotzdem. Das ist Season 6 zusammengefasst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.